zwei Tage EPP Political Assembly in München. Hier ging es um die Diskussion um Transformationsprozesse, die vor uns liegen, die ganz Europa betreffen. Einer der wichtigsten und herausforderndsten Transformationsprozesse ist der Wandel in der Automobilindustrie. Das betrifft die Produktion von Automobilen, das betrifft aber viele Zulieferbetriebe und es betrifft genauso den Servicebereich und damit alle Regionen Europas. Hier brauchen wir klare Strategien, wie wir diesen Prozess angehen. Wir brauchen eine Folgenabschätzung für unsere Region und wir brauchen klare Entscheidungen, wie das von Europa begleitet wird, speziell im nächsten mittelfristigen Finanzrahmen, um die Regionen in die Lage zu versetzen, auch zukünftig Wohlstand und hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Ich fand die Diskussion hier hervorragend und in diesem Sinne müssen wir als Europäische Volkspartei diesen ganzen Prozess positiv weiter begleiten.